Hey ho, und willkommen zurück zu Let's Play Zombie U. Ja, wir haben jetzt hier gespeichert und sind gerade in diesen kleinen Container, dieses kleine Zimmer, sage ich mal, von einem Mitglied von diesem Raven, diesem schwarzen Raben, keine Ahnung. So, jetzt haben wir hier wieder so eine Werkbank. Und wir haben ja vorher einige zusätzliche Sachen aufgesammelt. Jetzt können wir das hier für den Karabiner zum Beispiel mal verwenden. Haben wir jetzt halt hier Streuung, Schussfrequenz. Oh, und jetzt haben wir noch Feuerkraft. Ich würde sagen, wir tun mal alles mal auf den Karabiner. Haben jetzt halt das auch ausgerüstet. Das heißt, wir haben jetzt also einen super Karabiner. Naja, unser Ziel ist es im Moment gerade weiter in den Buckingham Palace vorzudringen. Und da kommt auch schon der nächste. Der rennt aber irgendwie ziemlich schnell. Hat aber keine rote Aura, weil in der letzten Folge haben wir gegen einen gekämpft. Der hat das nur. Rote Aura und rote Augen. Und der ist auch ziemlich schnell gelaufen. Aber er hat's nicht. Wir haben jetzt hier ziemlich viel Geschützmunition. 180 Stück sind da drinnen. Kann ich aber nicht aufnehmen. Oh Gott, ich hab's doch gesagt. Ich hab's doch gewusst. Nein, ich will da rein. Hallo? Jetzt kommt keiner, doch jetzt. Ist hier jemand? Da wieder einer von der Wache. Oh mein Gott. Okay, bis jetzt konnten wir noch standhalten. Alter, wie viel kommen denn da jetzt noch? Krass. Willst du mich verarschen? Die Gepanzerten können den Schüssen widerstehen. Alter. Ja, ein Feuer können sie auch widerstehen. Was ist eine Granate vielleicht nicht? Probieren wir gleich mal aus. Na toll. Die gehen uns aber erst spät hoch. Jetzt erstmal wieder laufen, ne? Lauf weiter. Endlich ist der Helm unten. Also weg. Einer ist down. Und er wollte schon über mich herfallen. Anscheinend, wenn man ein bisschen Leben verloren hat, dann ist man anscheinend anfällig dafür, direkt gebissen zu werden. Wenn man einem da von denen zu nahe kommt. Das war gerade ein etwas harter Fight.
jetzt hier einige zum Plündern, aber wir haben alle nichts. Das ist der Wahnsinn. Ah doch, die hat was. Ah. Aber nichts Besonderes. Die Flashlight stimmt auch wieder. So, haben wir hier noch was? Ne, der Rest ist irgendwie tot. So, was wir hier noch? Achso, eine Geschützmunition. Brauchen wir jetzt aber alles nicht mehr. Moment, jetzt müssen wir noch ganz kurz schauen. Genau, jetzt nehmen wir mal so ein Off-Kit. Okay, jetzt haben wir sie da komplett hochgeheilt. Jetzt müssen wir noch hier eine Granate nehmen. Und jetzt laufen wir kurz noch schnell zurück. Und zwar... Da waren noch ein paar Medikits. Zum Beispiel bei dem hier. Noch einen Platz frei und hier war noch, glaube ich, was. Ach ne, da war nur die Munition, okay. Ich meld mal die Karabiner wieder nach. Aber irgendwie kam mir das vorhin ganz komisch vor, weil der eine von den beiden besser gepanzerten Zombies, der hatte ja keinen Helm mehr. Und ich habe zweimal irgendwie dem Headshot verpasst und ist trotzdem nicht verreckt. Er ist dann noch am Schluss mit der Pistole. Also die halten schon verdammt viel aus. Im Feuer können sie auch wieder stehen. Aber wäre irgendwie cool, wenn man eigentlich die Rüstung von denen nehmen könnte. Das ist unser Eingang. Vorsicht, die Funksignale reichen nicht bis da unten. Du bist allein. Das ging gar nicht gut. Prepper, ich will ihn nicht verlieren. Jetzt sind wir da unten. Was ist hier? Oh Gott. Wieder einer von der Wache. Stirb. Bam. Die hat auch nichts. Okay. Sind wir jetzt wieder in dieser Art Gefängnis oder so? Oh Gott. Ich dachte jetzt eigentlich, da wäre der nächste Weg, aber dass er jetzt gleich zum Zombie kommt. Was hat denn die eigentlich da an? Hat jetzt eine Weste an? Ja. Ich finde es ziemlich eklig, dass man da so in die Köpfe reinschauen kann von denen. Mein Plünder? Ach, hier liegt schon der nächste. Aber leider nichts dabei. Okay. Und da geht's runter. Oh Gott. There you are. Ah, schade. Stirb. Jetzt. Ist ja wieder stockdunkel, so wie ich es gern hab. Aber es gehört ja auch zu einem Survival-Shooter dazu. Das macht die Stimmung noch besser. Noch gruseliger. Schwimmen wir jetzt oder was? Ja. Ah, da sehe ich schon den nächsten, ne? Schnell hoch. Oh ne. Schon. Wir gehen jetzt mal sicherheitshalber aus dem Wasser raus, weil selbst der Meere kommen. Obwohl, hier geht's schon wieder. Wieder einer von der Wache. Jetzt der Kopf ist schon wieder offen. Boah, das ist aber weit geflogen. Schnell hoch.
jemand? Ne, da sind jetzt keine Zombies mehr. Okay. Ich will jetzt aber hoch. Wieder hoch. Was geht denn das nicht? Ah, davon. Kann man hochklettern. Alles klärchen. Okay, wir müssen hier weiter rein. Da ist auch schon der nächste. Ich will ganz kurz nochmal schauen, was es gibt. Okay. Ach, da kommen wir wieder raus. Ja, wir wollen ja nicht raus. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal wieder zurück. Zu einem einen Typen, der schon da so schön auf uns wartet. Ja, da sieht er uns. Und da rennt er. Und da rennt er. Da rennt er. Und das ist seine Belohnung. Das ist schon echt krass, wie viel Blut da spritzt. Aber es gibt auch schon Spiele, da ist es heftiger. Okay, unsere Flashlight ist tot. Okay, jetzt wieder. Moment. Was? Ach, mehr Licht gibt's nicht hier. Ist wieder stockdunkel. Okay, am besten scanne ich mal wieder. Ah ja. Endlich haben wir wieder eine Karte hier unten. Für uns sind auch wieder ein paar Zombies. Erlösen wir sie mal von ihrem Leid. So, hier gibt es ein paar Objekte. Mein Inventar ist voll. Genauso wie die Leben. Ich dachte gerade, da liegt einer dabei, weil das so eine Decke. Ah ja. Wusste, dass dann noch einer ist. Okay, da geht's immer nicht raus. Ist zu dunkel. Was ist hier? Ach, so eine Ratten. Ja, die werden irgendwie auch als Feinde angezeigt. Wahrscheinlich sind das auch infizierte Ratten. Gehen wir mal hier runter. Reizende Frau, die Queen. Zumindest für eine jahrhundertealte Echse in Menschengestalt. Aber ich sage dir, sie weiß Bescheid. Die Regierung wollte nichts von der Prophezeiung wissen. Die Queen schon. Hoffentlich schafft sie es nach Indien. Das Klima dort ist sowieso besser für Reptilien. Okay, erreiche den Eingang des königlichen Bunkers. Hol dir Nachschub im königlichen Bunker. Betritt und plündere die Kette des Buckingham Palace. Okay. Mal sehen, ob da noch jemand auf uns wartet. Denn wir haben ja gesehen, dass bei dem... Also vom Buckingham Palace aus haben wir ja gesehen, dass da irgendwie eine Fahne... verkehrt herum aufgestellt wurde. Da ist bestimmt jemand. Aber ist auch mal ganz gut, dann ein vertrautes Gesicht zu sehen. Vielleicht ist es ja die Queen, die da überlebt hat. Geht's da raus? Nee. Ach, wir haben müde. Best Survivors of the Day in Normal Mode. Elzen 13. Dann Luke. Y. Minato. Robinator. Minato, der heißt der eine Typ da. Aus Naruto. Das ist ja der Vater vom Naruto, der Minato. Weiß nicht, ob er Anime kennt, aber solltet ihr kennen. Ist ein ziemlich guter Anime.
zum Fernöffnen scannen. Eine Sekunde. Okay. Jawohl, Prepper, wir warten auf dich. Das ist ein Weg hinein. Vorsicht, gut. Da unten kann ich nicht helfen. Danke. Du bist auf was? Dich gestellt. Boah, dunkel ist, wie das ist. Da gibt es ja auch wieder einiges zum Scannen. Ah, da vorne sehe ich schon wieder das Rabensymbol. Kann man auch dann runtergehen zum Speichern. Ich verliere dich. Muss abgeschirmt sein. Pass auf. Ah, verschlossen. Was haben wir hier? Eine Spraydose. Verschlossen. Alles kann doch nicht sein, dass ja alles verschlossen ist. Kapazitätsaufwertung. Ah. Und hier noch was. Kann man das hier? Hier noch so eine Mail, eine Nachricht. Wie so ein komisches Symbol. So ein Smiley und noch eine Explosion. Ach so, eine Pistolmunition. Aber Inventar ist voll. Ja, wir haben ja 40 mit Pistolmunition nochmal im Extra hier. Das ist ja der Wahnsinn. Und noch 13 gerade in eine Pistol geladen. Auch verschlossen. Okay, dann geht's nur da rein. Aber jetzt möchte ich noch ganz kurz runter. Zum Speichern. Genau. Rabensymbol. Jawohl. Schau mal ganz kurz. Munitionskapazität. Ja, von 10 auf 15. Ja, das nehmen wir doch mal. Können wir hier nochmal nachladen. Okay. Dann speichern wir mal kurz hier. Und ich würde sagen, damit beenden wir jetzt auch mal diesen Part wieder. Diesmal nicht in 25 Minuten beendet, sondern in fast 18 Minuten. Und ja, mal sehen, ob jetzt halt da noch jemand ist. Wird da hier noch jemanden kennenlernen? Vielleicht treffen sogar auch Prepper. Der muss ja auch irgendwo sein, ne? Sich verstecken und von dort aus hilft uns ja immer. Gut, dazu dann mehr in der nächsten Folge.